Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt den Tiger Cat 10075C an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Rootcraft Modding, gibt es nur für PC / Mac einmal zu finden oder Mods in DLC. Und dann hier Tiger Cat 10075C. Wir haben zwei Dinge im Modpack enthalten. Einmal logischerweise die Tiger Cat 10000 oder 1075C für 485.600 und einmal die Tiger Cat Klemmbank 2,8 Kubit, Quadrat. Meter? M hoch 2. Ja, Schule ist schon lange her. Wie auch immer, für 25.000 Euro. Gehen wir mal hier rein. Ne, da haben wir 303 PS Leistung, stufenloses Getriebe, 387 Liter Diesel, 46 Liter AdBlue, 21 km Max Speed, 27,6 Tonnen Gewicht, 485,6 wie gesagt in der Anschaffung, 24.765 im Leasing. Ansonsten eine Menge Config-Blöcke, wir haben Reifenhersteller, Reifenvariante, Forstschild, Heckkabinenschutz, dann haben wir Marke, extra Feuerlöcher und Scheiben. Sind insgesamt, sofern ich mich nicht verzählt habe, 8 Config-Blöcke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Haut sogar hin. Fangen wir oben an. Reifenhersteller standardgemäß Nukian-Bereifung dran. Mit Standardbereifung gibt es auch noch Standard 2, Standard 3. Ihr seht, die werden dann immer grobstolliger. Dann haben wir diese Ulufors in mehreren Ausführungen hier zur Genüge. Ne? Soweit auch da nochmal in verschiedenen Varianten. Also da habt ihr mit am meisten Auswahlmöglichkeiten, was das Ganze angeht. Sollte für jeden, denke ich mal, was dabei sein. Wir haben Standard Trelleburg-Bereifung mit dabei. Dann haben wir hier P-Wag, wenn man es so ausspricht, auch noch nie gehört. Aber auch da habt ihr ein paar Dinger mit zur Auswahl. Die sind scheinbar auch speziell für Forstbereifung mit dabei. Dann habt ihr hier Clark Tracks mit dabei. Auch da dementsprechend mehr Funktionen, beziehungsweise ist mehr Funktion, mehr Auswahl als bei den anderen. Und zumal eine komplett neue Marke da mit drin. Und dann sind wir hier wieder bei Nokian. Da haben wir vorne Forstschild, ja oder nein, sollte selbsterklärend sein. Heck haben wir einmal die Basis, das heißt, es ist einfach nur der Arm und das war's. Dann haben wir Basis plus Klemmbankhalter, ne, dann seht ihr das Ganze hiermit schon. Dann gehen hier die Ösen einmal links und rechts mit dran. Das ist top für die Vorbereitung für die Klemmbank, die wir draufstecken können. Ihr könnt das aber auch in der normalen Basis machen. Komme ich gleich noch dazu. Dann haben wir Basis plus Stirngitter. Dann haben wir vorne plus hintere Rung. Dann haben wir vordere plus mittlere plus hintere Rung. Und dann haben wir hier wieder die Basis. Kabinenschutz, ja oder nein? Habt ihr hier hinten dementsprechend so ein Gitter dran? Das ist es gewesen. Ihr könnt die Marke ändern. Ihr Tiger Cat ist ja Standard. Dann gibt es aber auch noch TCI. Ne? Ändert sich dann dementsprechend die Aufkleber. Extra Feuerlöcher, nein. Dann haben wir ja, beziehungsweise Version 1, Version 2 und Version 3. Die Versionen sind einfach nur da, wo sie sind. Immer habt ihr die Beten hier vorne, jetzt habt ihr ihn hier vorne, innen in der Kabine, ansonsten habt ihr da zwei oben und so weiter. Scheiben könnt ihr zwischen normal, halb getönt und voll getönt noch umschalten, je nachdem, ob ihr da Bock drauf habt. Die Klemmbank selber wiegt 1,3 Tonnen, 25.000 in der Anschaffung, 1.275 im Leasing. Könnt ihr hier die Hauptfarbe in 3 Farben ändern. Das ist es gewesen und könnt ihr in der Basis bzw. Basis Plus Klemmdings-Variante mit draufnehmen. Schauen wir uns erstmal jetzt hier das Ding in voller Hütte an, also sprich vorne, hinten und in der Mitte die Rungen mit dazu. Wir haben hier Tigercraft mit draufstehen, je nachdem, wenn ihr die Marke jetzt nicht umgewählt habt, ne, 25 Years, seit 1992, Tigercat 1075C. Ansonsten hier und da ein paar Warnaufkleber, wir haben jetzt hier die Standard Nokian-Bereifung mit drauf, habe ich jetzt nichts geändert. Schild habe ich vorne dran gemacht, lässt sich dann dementsprechend auch steuern. Vorne steht dann hier nochmal Tigercat mit drauf, dann haben wir hier Arbeitsleuchten, Fahrtleuchten und Kugage. Oben Dach haben wir Kollision. Wir haben hinten den Greifarm, der hat soweit auch alles Kollision. Glitsch mal also auch nirgendwo raus. Gegenüberliegende Seite hier der gleiche Spaß in grün. Dann haben wir jetzt hier, wie gesagt, die Vollausstattung mit den ganzen Rungen mit dazu. Die Rungen haben selber auch alle Kollision. Auch alles kein Problem. Hinten noch ein Arbeitslicht in dem Falle mit dran. Und das ist es dann auch schon mit gewesen. Ansonsten kommt das so in der eingeklappten Variante hier einmal zum Spawn. So, dann seht ihr, die Trittbretter fahren automatisch ein. Schöne Sache, kommen wir später noch dazu. Ist ein bisschen spartanisch hier drin. Wir haben keine Spiegel, ne, aber gut, brauchen wir in dem Sinne eigentlich auch nicht wirklich. Wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es hier das bei uns geregelt wäre. Ich weiß gar nicht, ob das Ding eine Straßenzulassung generell hätte damit. Aber ja gut, dafür haben wir dann dementsprechend auch keine Spiegel. Wir haben hier zwei Monitore, oder einen Monitor eher gesagt, hier mit dran und vorne so eine Art Kamera.
dazu. Tiger Cat steht in der Mitte. Der Rest lässt sich hier über Joysticks und Co. steuern, wie ihr seht. Also wir haben jetzt hier kein klassisches Lenkrad. Wir haben ein paar Pedalen, die sind da unten, alles ein bisschen schwarz gehalten. Und da ein bisschen dunkel sieht man gegebenenfalls nicht. Ansonsten relativ aufgeräumt das Ganze hier. Man hat aber jetzt auch von der Kabine her gesehen, seht ihr hier, nach hinten relativ viel Platz. Liegt aber daran, dass wir den Sitz drehen können. Kommen wir später gleich nochmal dazu. Ansonsten hier in der Mitte, ne, das ist so Knicklinger im Endeffekt. Ne. Vorne zwei Achsen, hinten zwei Achsen. Das ist es soweit mit gewesen. Soweit, so schick, so schön. Passt jetzt texturtechnisch gesehen soweit alles, wie ihr hier seht. Da kann man nicht dagegen meckern. Hören wir uns mal den Säuntler an. Ja, ist halt ein kleiner Brummbär, könnte man sagen. Brummt so ein bisschen vor sich hin. Klar, durch die maximale Geschwindigkeit von 21 km/h ist da jetzt auch kein Halleluja angesagt, ne? Auch klar. Ist aber soweit in Ordnung, aber ihr wisst ja, Sound ist immer so eine Sache von jedem Einzelnen. Müsst ihr dann für euch persönlich bewerten. Ich finde ihn aber auf soweit nicht schlecht hier. Der Rückfahrsound oder die Rückfahrsicherungseinrichtungsgedöns, ne? Standard kennt man ja bereits soweit. Ist soweit in Ordnung, finde ich. I.O. Jo, Thema Funktionalität. Wir haben natürlich generell erstmal hier, was die Spielereien angeht, zwar eine Menge, aber wenn wir erstmal jetzt in den Basics gehen, ihr seht, wenn ich jetzt hier lenke, ne, die Joysticks selber, selbst jetzt hier im Innenbereich, seht ihr, die sind soweit erstmal starr. Mit dem Beinchen hier wird gearbeitet, die Pedale sind soweit auch mit animiert. Ansonsten haben wir jetzt hier drinnen, gehe ich auch mal ein bisschen näher ran, hier an den Monitor noch die Anzeige, da haben wir einmal die Uhrzeit, RPM, unten die kmh-Geschichte. Wir haben sogar mehr oder weniger simuliert, was so unsere Temperatur ist, so vom Öl, der aktuelle Spritverbrauch, seht ihr da unten rechts, ne, und so weiter und so fort, das ist schön. Vorne die Kamera selber ist natürlich nur Dekoration, aber die Uhrzeit wird richtig mit angezeigt, 11:37 aktuell, das passt soweit, hat aber jetzt soweit gesehen erstmal keine konkreten Funktionalität. So, dann gehen wir das Ganze einmal kurz nachts, dann seht ihr, das Ganze ist hier beleuchtet, wenn ich separat hier Licht anschalte, werden hier noch kleinere Elemente mit beleuchtet. Das ist es dann aber auch gewesen. Wenn ich hier einen Blinker einmal anschalte, seht ihr, man hört zwar das Klicken, aber ist nichts dran. Ne, deswegen gehe ich schon davon aus, keine Straßenzulassung. Rundumleuchten haben wir auch keine. Wir können die Arbeitsleuchten halt umschalten, das ist hier normales Fahrtlicht und dann hier einmal ringsrum, weil wir haben hier links und rechts dementsprechend O-Lampen und mit dem dritten mal F kriegen wir hier hinten dementsprechend die Arbeitslampen auch noch an. Numpad 5 ist dann einmal hier hinten der Arm, ne, also die zwei vom Arm, und Numpad 6 ist dann hier vorne inklusive unten dementsprechend hier das auch noch mit dran. Diesmal halt ein bisschen anders gelegt, weil normalerweise ist ja 5 vorne, 6 hinten, aber jetzt ist 6 vorne, 5 hinten in dem Sinne. Boah, passt soweit. Rückwärtsleuchten gibt es auch nicht, Bremsleuchten gibt es auch keine. Hube. Oh, Standardhube kennt man bereits soweit. So. Dann spuren wir mal kurz ein bisschen vor, denn wir haben natürlich auch noch ein paar Spielereien mit am Start. Das sollte ja ganz klar sein. Haben wir nicht gerade die schönste Wetterstimmung hier? Da stelle ich gerade mal hier ein bisschen sonnigeres Wetter ein. Passt soweit. Schauen wir uns das Ganze an. Also, wir können die Ladefläche entfalten. Mit der Taste B jetzt in der Ausführung hier. Ne, dann geht das hier hinten, zack. Und ansonsten geht das nämlich hier ein bisschen näher ran. Zack, ne, so Transportmodus, Fahrtmodus in dem Falle. Wir können natürlich selbstverständlich mit dem Kran alles steuern, wie wir das wollen, über die Maustasten, hoch, runter, links, rechts, ne, mittleres Mausrad gedrückt halten, können wir dann dementsprechend hier vorne das Schild nach oben und unten machen, sofern ihr es konfiguriert habt, ne, sollte klar sein, wenn nicht, dann hat das keine Funktion. Beide Maustasten gedrückt halten, nach oben und nach unten, könnt ihr dann, wie immer, wie ihr das kennt, hier auf zu, ne, dementsprechend machen. Also auch das alles in dem Falle kein Problem. Läuft soweit. Rechte Maustaste, können wir dann die Achse hier bewegen und dann hier ein- und ausfahren. Das Übliche, wie man es halt kennt. L, Spanngurte aktivieren, deaktivieren, um das Ganze nochmal separat zu befestigen. Wir können die Kranzangenrotation aktivieren und deaktivieren. Das heißt, wenn die aktiviert ist, können wir dann hier den Spaß auch machen. Wenn ihr sagt, ich will die starr halten, drückt ihr X, dann kann ich hier, wie ihr seht, machen, was ich will. Passiert in dem Falle nichts. Auch eine schöne Sache. Jo, ansonsten, Spanngurte hat man wie gesagt schon, Steuerung links B oder Shift links B. Einmal hier die Fahrtrichtung ändern,
Ne? Und dann haben wir unseren Sitz hier gedreht und können dementsprechend so besser arbeiten bzw. verladen. Wir haben eine separate Kamerasteuerung, die einmal an den Kran damit befestigt ist, beziehungsweise dass wir das besser sehen können. Und jetzt hier einfach mal kurz als Demonstration, das sind jetzt hier 4 Meter Dinger, ist jetzt natürlich für die Fläche selber ein bisschen arglow, aber jetzt einfach nur zur Demonstration. Ich kann es nämlich eh nicht, davon mal abgesehen, deswegen bringen wir das Ganze hier schnell hinter uns. Ja, versuchen wir einfach mal hier so schön mit rein, gucken, kriege ich hier die 2. Dadurch, dass ich jetzt die Achse gesperrt habe, müsste das sogar relativ einfacher gehen. Ja, naja, naja. Ja, geht besser, geht schlechter. Jetzt muss ich aber die Achse einmal freigeben. Ja. Und das passiert natürlich, wenn ihr die Achse sperrt und trotzdem versucht, die Achse zu verschieben. Dann macht er erstmal wieder Öl. Ne? Da also ein bisschen aufpassen. Das Ganze hier ein bisschen rein. Das Ganze hier so. Ich lasse mal hier die Zange außen vor. Zack. Naja, komm. Hätte schlimmer sein können, könnte ich jetzt hier befestigen und Abfahrt machen. Das bei den Standardteilen. Und dann haben wir jetzt natürlich hier hinten noch das Spezielle. Das ist dann einmal die große Klammer. Damit können wir halt relativ viel Langholz mit einmal wegziehen. Ihr seht, ich habe jetzt hier die Basis, ohne dass ich diese Dinger hier unten habe. Ihr seht, es geht trotzdem. Also der connectet das Ganze trotzdem. Man müsste es dann irgendwie hier drauf, hier mit starker Bauer oder ihr macht es mit einem Telelader, whatever. Muss halt hier drauf in der Basic-Version. Dann haben wir jetzt theoretisch gesehen hier nirgendwo die Verschraubung dafür. Es hält aber trotzdem, sieht halt gegebenenfalls nicht richtig aus. Und wenn ihr das Ding hinten einmal mit drauf habt, habt ihr dann hier nochmal eine separate Steuerung. Dann könnt ihr hier nämlich mit B die Klemmbank öffnen, slash schließen. Ne? Und dann könnt ihr auch hier nochmal die Kranzange als Rotation aktiv oder inaktiv. Was hier vorne ist, ist das gleiche Spiel in grün. Wenn wir jetzt einmal fahren, das sind jetzt hier 20 Meter Stämme in dem Falle, ne? Dann könnt ihr das Ganze halt raustransportieren. Leistung ist da, passt noch ein bisschen was dazu. Je nachdem, wie breit ihr das Ganze fächert, geht die Zange besser auf, besser zu. Sie versucht immer bestmöglich zu halten. Aber ihr wisst ja, die LS-Physik selber ist manchmal so eine kleine Diva. Deswegen gegebenenfalls aufpassen, aber so, wie ihr seht, funktioniert das Ganze eigentlich. Und für die Holzbäume unter euch, die wissen sowieso, wie sie das richtig machen. Von daher sehe ich da auch weniger Probleme, als wir jetzt hier bei meinem amateurhaften Versuch. Ja, und das ist es eigentlich so, was es hier machen soll. Und das, was es macht, macht es. Und das ist die Hauptsache. Ne? Wenn wir uns einmal das Ganze hier im Log anschauen, sehen wir, das ist soweit sauber. Wir reden hier von ungefähr 63 MB. Es ist schon was, aber gut, dafür habt ihr auch dementsprechend hier noch eine Klemmzange und Co. mit dabei. Texturtechnisch gesehen sieht sie jetzt auch nicht verkehrt aus. Können wir vielleicht noch ein little bit optimieren. Aber ganz ehrlich, 63 MB geht soweit auch noch klar. Auch wenn es mehr ist, als man es gewohnt ist. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüttelühü.